Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Diesmal ist es kein Guide-Video, dieses Mal geht es um die Mods bei Fischer Online. Da wir ja etliche zur Auswahl haben, habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal die zusammen und zeige euch jetzt mal die anhand von den Bildern, die ihr im Hintergrund seht, welche ich nutze. Und damit quasi bei euch das Spiel, sage ich mal, auch so aussehen kann wie bei mir, gehen wir die ganzen mal durch. Also, ich habe da was vorbereitet, wie ihr seht. Beim ersten sind wir beim EPF Texturenpack Basen und Turniere. Da ist es dann einfach so gedacht, dass halt eben die Texturen, sage ich mal, verändert worden sind, was jetzt eben die Basen und die Turniere angeht. So, das ist eigentlich recht simpel. Das Ganze findet ihr, wenn ihr jetzt auf Fischer Online geht, in eurer Bibliothek. Nicht doppelklicken, sondern einmal links klicken, dann seht ihr hier rechts Spielen. Und da ist dann, ich glaube, Moment, ich gucke mal eben genauer nach, nicht, dass ich hier Mist erzähle. Genau, da ist ja Spielen. Eins unten drunter ist dann Shopseite. Und da ist dann zweite von rechts Workshop. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr euch da die Mods dafür holen. So, das sei erstmal gesagt. Ich werde auch die ganzen Mods dementsprechend, die ich nutze, in die, wie schimpft sich's, im, in der Videobeschreibung nochmal namentlich hinschreiben, damit ihr auch wisst, welche ich denn genau nutze. Und ja, dann gehen wir mal weiter beim zweiten oder beim nächsten Mod oder Add-on. Sind wir dann bei EPF Köder, Bait und Texturen. Das Ganze habe ich eben deswegen gewählt, dass halt eben die Texturen von den Ködern einfach anders aussehen. Die EPF erstellen sowieso ziemlich gute Mods, deswegen passt es eigentlich ganz gut. So, dann hätten wir als nächstes, was ich gerne nutze mittlerweile, TPF Chat-Info bei Hi-Res, weil da ist eben der Vorteil, wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben und jemand von unserem Club schreibt uns, hat oder beziehungsweise jemand vom Club schreibt, wird das farblich automatisch hervorgehoben, was ich persönlich sehr cool finde und sehr praktisch finde. Das heißt, wir sehen dann direkt, wenn es jetzt jemand vom Club ist, ob es jetzt ein Freund ist, der ihn anflüstert oder ob es eben das normale Schreiben ist. So. Dann hätten wir als nächstes den Kompass. Das ist eigentlich nur so ein visuelles Ding, dass es halt eben anders aussieht. Deswegen habe ich das halt eben drin, weil ich das halt nicht schlecht finde. Ist Geschmackssache, es gibt noch andere Kompass-Dinger, nur lasst euch gesagt sein, nehmt euch nur ein Mod davon, was jetzt einen Kompass zum Beispiel betrifft, oder eben auch den Handy-Hintergrund. Da kommen wir aber später noch drauf zurück, denn das überschneidet sich sonst. Dann hätten wir zum Beispiel noch als nächstes die Bait-Textures, also die Ködertexturen, dass die ein bisschen anders sind. Das wurde auch nochmal, sage ich mal, verbessert optisch, und das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil wenn wir das Spiel ohne Mods spielen würden, wird das, sage ich mal, es sieht schon gut aus, aber durch die Mods wird es dann eben noch mal besser. Und da kommen wir auch automatisch zum nächsten Mod, zu meinem Lieblingsmod, zu meinem absoluten Lieblingsmod, dieser neue Gewässertexturen-Mod. Den finde ich richtig cool. Da man eben dadurch, sag ich mal, die originalen Gewässer, sag ich mal, sind es ja, aber die Ladebildschirme, und es wird durch höher auflösende ersetzt. Das heißt, es sieht grafisch dann eben noch mal besser aus, wenn ihr das nutzt. Und das finde ich halt richtig cool, weil, ja, macht schon einiges her. Und selbst wenn ihr jetzt mit einem schwächeren System spielt, jetzt sage ich mal, ein alter Desktop-PC oder auch ein alter Gaming-Laptop, müsst ihr nicht verzagen, denn oder verzweifeln, denn wenn ihr das Spiel startet, dann könnt ihr ja auf die Einstellung gehen, das hatte ich ja in meinem Video erklärt gehabt, und stellt da einfach ein, bevor ihr, also wenn ihr Spiel jetzt das erste Mal startet, schwacher Computer, dann wird es wirklich runtergedrosselt, dass das Spiel wirklich läuft. Das kann ich bezeugen, weil wir haben beim Bekannten einen Desktop-PC stehen, der ist halt jetzt nicht der beste, mit einem AMD 5 mit 16 GB RAM. Klingt nicht schlecht, aber die Grafikkarte ist die 1660 mit
Boah, ich glaube 4 GB Arbeitsspeicher oder 2. Also der kommt sehr schnell an seine Grenzen, auch bei dem Spiel. Und als ich das dann mal auf dieses schwachen Computer eingestellt habe, sieht es trotzdem noch gut aus. Und man kann es wirklich flüssig spielen. Bei, ich sag mal so, zwischen 30 und 60 FPS ist es schon möglich. So, dann kommen wir zum nächsten, zu den Fish-Icons. Das ist ein, wie schimpft sich's, ein russischer Mod, was aber eben auch extra nochmal in Englisch benannt wurde, weil es wirklich nur die Texturen der Fische verändert. Falls ihr euch jetzt fragt, warum die Fische bei mir im Setzcacher anders aussehen wie bei euch, das ist der Grund dafür. Finde ich eigentlich ganz schick. Das ist auch richtig gut gemacht. So, dann kommen wir mal zum vorletzten und zwar zu den neuen Sounds. Da gibt es etliche, die ihr nehmen könnt. Ich habe einfach mal das hier genommen. Beziehungsweise, man sieht es ja abonniert, 14. Mai 2022 um 12:09 Uhr. Wisst ihr genau, wo ich da war? Irgendwo am Rechner. Und ja, also das nutze ich ganz gern, weil es sich dann eben einfach anders anhört. Weil das schrelle Klingeln kann schon nervig sein. So, dann kommen wir jetzt zum letzten, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ihr könnt da mehrere oder unterschiedliche haben. Da habe ich jetzt zum Beispiel In the Sea. Das ist einfach nur, dass beim Smartphone, wenn ihr es haltet oder beziehungsweise ihr öffnet das Smartphone, dann ist eben der Hintergrund ein See. Finde ich nicht schlecht. Also beziehungsweise Seegrund, Meeresgrund, irgendwie sowas. Da gibt es etliche andere. Man kann sich auch welche nehmen, dass die Arme tätowiert sind. Kann man alles machen, ist alles gar kein Ding, ist eben Geschmackssache. Aber ich kann euch versichern, dass eben das Ganze, was ihr hier seht, was ich hier an Mods habe, kann ich euch versichern, dass das Ganze hier auch auf dem eben schwächeren PC, den ich gerade eben genannt habe, auch ohne Probleme läuft, trotz dass die Mods drauf sind. Eben halt wichtig, dieses Einstellen schwacher Computer. Das heißt also, hier wurde vom sowohl, nee, da hinten, im Moment, hier wurde ordentlich vom Entwickler, vom Wolf gedacht, nachgedacht, was das angeht. Grüße gehen raus an dich, Wolf, wenn du das irgendwann mal sehen oder hören solltest. Er ist richtig genial gemacht, weil ja Simulatoren eigentlich sehr hohe Ansprüche haben an Rechner, Grafikkarte und halt mittlerweile auch extrem an dem Prozessor, wurde da einiges gemacht, dass man das Spiel auch wirklich auf schwächeren Systemen spielen kann, wofür, denke ich, sehr viele sehr dankbar sind. Und ja. So, jetzt im Allgemeinen war es das aber von mir mit meinen Mods. Ihr könnt natürlich euch andere Mods noch holen. Es gibt auch noch Mods, dass euer Boot anders aussieht, dass eure Carpenter-Routen anders aussehen. Dass dann noch die Fliegenfischköder, dass die anders aussehen und. Also wie gesagt, ihr habt hier etliche Möglichkeiten, das finde ich richtig cool. Und ich finde es auch cool, gerade dass es der Entwickler zulässt. Und ja, macht das Spiel halt, sage ich mal, jetzt unter uns Simulator-Gamern gesagt, ein bisschen wilder das Ganze, dass wir halt eben, sage ich mal, was anderes sehen. Und das finde ich richtig cool. Ja, dann in diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr, was für Mods ich nutze. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Mods ihr nutzt, was für Mods ihr jetzt nicht so gut findet, mit welchen Mods ihr bessere Erfahrungen gemacht habt, welche jetzt nicht so gut sind. Und ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage Danke und bis zum nächsten Mal. See ya!